Zweites Beispiel zur Produktintegration. Es ist aus zwei Gründen interessant. Ich habe es hier unterstrichen. Es geht um das Integral des quadratischen Sinus, also über die quadratische oder quadrierte Sinusfunktion. Zunächst mal unbestimmt. Überhaupt werden wir uns mit bestimmten Integralen dann demnächst wieder, vor allem auch im Zusammenhang mit Substitution beschäftigen. Wird auch noch wichtig, wie man damit umgeht. Aber jetzt im Moment sind wir unbestimmt. Also die zwei Gründe, warum das Beispiel bedeutsam ist, sind zum einen, rein mathematisch ist die Methodik jetzt sehr eigentümlich, nämlich so, dass man dieses Integral tatsächlich auf sich selbst zurückführt und dann indirekt löst, auf eine erstmal doch erstaunliche Weise, da man letztendlich nur ein triviales Integral tatsächlich explizit dann lösen muss und am Ende doch alles gelöst hat, ist schon faszinierend. Aber was die Anwendung betrifft, ist das eine der bedeutsamsten Funktionen, kann man sagen, mindestens dann auch in der Elektrotechnik, wenn Sie an Wechselstrom denken. Da will ich vielleicht jetzt gleich mal kurz drauf eingehen, auch wenn Sie jetzt gerade nicht mit Wechselgrößen beschäftigt sind. Wenn wir an einen Wechselstromkreis denken und zweitens an die Leistungsformel, bekanntlich die besagt elektrische Leistung groß P im Wechselstromkreis oder allgemein ist ja immer gleich Spannung mal Stromstärke. Und uns jetzt vorstellen, mal ohne Phaseneffekte, ja, keine Spulen, Kondensatoren, alles ohmsch. Wir haben also einen einfachen ohmschen Verbraucher in einem Wechselstromkreis. Dann wissen wir, dass sowohl die Spannung als auch die Stromstärke sinusförmig zeitlich variieren. Sie müssen sich die X-Variable jetzt eher als Zeitvariable vorstellen. Mit einer gewissen Kreisfrequenz, das ist hier alles nur Ausschmückung, die man noch mit einbauen kann. Ist für diesen Zweck gar nicht so bedeutsam. Dann wissen wir, wenn wir mal über eine Periode einer solchen Wechselspannung gehen, dass an einem ohmschen Verbraucher die dortige Spannung und Stromstärke zumindest gleiche Frequenz und aber auch gleiche Phasenlage haben. Das heißt, wenn angenommen die Spannung nullphasig sinusförmig vorliegt, wird auch die Stromstärke über dem Verbraucher nullphasig sinusförmig sein. Und damit wird der Leistungsterm, den man bildet, P von T, also die zeitabhängige Leistung, wird letztendlich mathematisch auf einen solchen Term führen, bei dem dann sowas steht wie Sinusquadrat von Omega T, wenn man das Omega uns mal wegdenken, Kreisfrequenz, sowas wie Sinusquadrat von T. Und ob ich jetzt zeitlich oder rein mathematisch über x integriere, macht ja keinen sonderlichen Unterschied. Sprich, was man dann bekommt, hier sehen Sie es ganz grob skizziert, das ist ein durch Quadrieren gleichgerichteter Sinus. Der ist nicht gut gezeichnet, aber Sie können sich es ungefähr vorstellen. Ursprünglich wäre das also gewesen, so die gewohnte Sinuskurve, die ja dann mehr oder weniger, auch die Skalierung ist hier überhaupt nicht maßstabsgetreu, aber wenn schon, dann müsste ich jetzt den Sinus auch so ein bisschen übermäßig skaliert darstellen, aber ganz grob gesagt wäre es ja so. Ja? Und diese Sinuskurve, wie wir sie kennen, mit ihrem Nulldurchgang, wird durch Quadrieren der einzelnen Werte zum einen gleichgerichtet, also man könnte sagen, die negative Halbwelle wird nach oben geklappt durch Quadrieren, aber nicht so, wie man es kennt von einem herkömmlichen Gleichrichter, um das auch nochmal anzudeuten, der dann einfach eine Betragsbildung verwendet, da würde sie wirklich nur nach oben geklappt, dann hätten wir aber hier diese Spitze, sehen Sie, ne? Diesen Spitzpunkt da und dann immer wieder so. Das wäre so ein sogenannter Vollweggleichrichter. Ich bin jetzt gerade ein bisschen in der Wechselstromtechnik gedanklich. Das haben wir natürlich hier nicht, sondern hier haben wir ja durch das Quadrieren zusätzlich noch eine Abrundung. Ne? Sie sehen aber auch, dass da die Biegung der Kurve dadurch sich deutlich verändert. Es bleibt hier bei einem Hochpunkt, aber es kommt tatsächlich, ja, typische Effekte des Quadrierens hier zu einer Änderung der Kurvenform und einschließlich einer Abrundung an, das soll ja eigentlich eine Nullstelle sein, ja, dort, wo man dann eigentlich auf die negative Halbwelle geht. Und durch Quadrieren rundet sich das dann so ab, dass man tatsächlich zwei gleichartige aufeinanderfolgende positive Halbwellen des quadratischen Sinus bekommt. Wenn ich das etwas schöner gezeichnet hätte, dann würden Sie eine wunderbare Symmetrie dieser Kurve erkennen. Man kann sich das ein wenig so vorstellen wie zwei Hügel, Berglandschaft oder eben auch meinetwegen Kamelhöcker. Was entscheidend ist, ist jetzt das Folgende. Es zeigt sich, dass diese schwarze Kurve auf eine besondere Weise diese Rechteckfläche, die Sie hier in Gelb, Gold-Orange sehen, insgesamt zweiteilt. Und zwar exakt zweiteilt. Das heißt, die orange schraffierte Fläche, die zwischen der Kurve und der X-Achse,
ist exakt gleich groß wie die jetzt goldschraffierte Fläche, die sozusagen nicht betroffen ist. Was Sie hier sehen, orange schraffiert, ist die Visualisierung der sogenannten Wechselleistung, also der elektrischen Leistung im Wechselstromkreis pro Periode. Und wenn Sie sich nochmal diese Rechteckfläche hier anschauen, in mathematisch natürlicher Form ist das Höhe 1 und Breite 2 Pi, klar, ne? Periodenlänge des Sinus. Natürlich ist der Gleichgerichtete, hat jetzt eigentlich nur noch Periode Pi. Wir wären übrigens hier gerade bei Pi natürlich, und das sollte eine Nullstelle sein. Ich werde es mal etwas so hier markieren und sagen, hier ist Pi. Es wird nicht wesentlich schöner, wenn ich das hier noch, trotzdem ist es, vielleicht kann man es jetzt trotzdem ein wenig, stimmt es hier wieder nicht, ja, egal. Also, Sie wissen, was ich meine. Also mit einer rein geometrischen Betrachtung kommt man zu dem Schluss, dass das bestimmte Integral über diesen quadratischen Sinus über eine Periode genau die Hälfte flächenmäßig, ist ein Flächenwert, dieser Rechteckfläche sein muss, also die Hälfte von 2π, Sie sehen, 2π Breite mal eine Höhe 1, davon die Hälfte ist Pi und damit würde beim bestimmten Integral das Ergebnis Pi sein und das können wir schön verifizieren, wenn wir unser Integral gelöst haben durch Einsetzen. Am Ende bedeutet das, dass von der theoretisch möglichen Gesamtleistung in einem Wechselstromkreis genau die Hälfte zustande kommt pro Periode und da Leistung aber U mal I ist, wird dieser Faktor 1/2 gerecht aufgeteilt auf Spannung und Stromstärke. Damit ist es der berühmte Faktor 1 durch Wurzel 2, der sowohl für Spannung als auch für Stromstärke den sogenannten Effektivwertfaktor beschreibt. Na, das ist also sozusagen jetzt die Kurz- und Knappherleitung dieses magischen Faktors, Kehrwert von Wurzel 2. Der liegt ja etwa bei, so wie so viele elektrotechnische Sondergrößen, in der Gegend von 0,7. Da kann man also sich merken, dass etwa 70% des Scheitelwerts für Spannung, sowohl für Spannung als auch für Stromstärke, als Effektivwert verwendet werden, um im Produkt der Effektivwerte dann über den Faktor 1/2, der zustande kommt, sozusagen die leistungsgerechte Beschreibung zu haben. So geht man vor. Also beim Wechselstromkreis benutzt man gerne Effektivwerte, um dann, das Ganze ist leistungsbezogen, um sozusagen eine Berechnung zu haben, die dem gleichkommt, was in einem leistungsmäßig gleichwertigen Gleichstromkreis vorhanden wäre. Wenn Sie jetzt Novano verstanden haben, ja, es wird ja nochmal erklärt in der Fachvorlesung, aber da sehen Sie, woher das eigentlich kommt mit diesem berühmten ca. 70% Effektivwert, der dahinter liegt, im Grunde mathematisch dieses Integral. Jetzt mal wieder weg davon und hin zu dem eigentlichen Beispiel. Was können wir hier tun? Also natürlich haben wir einen quadratischen Sinus. Sie wissen, das ist die Kurzschreibweise für Sinus von x mal Sinus von x. Also das Schöne ist, wir können das auch so schreiben, Sinus x mal Sinus x. Und wir müssen jetzt gar nicht lange überlegen, was wir als U' und was wir als V zuordnen, denn beide Terme sind ja gleich. Wenn es überhaupt gelingt, dann eben auf diese Art. Und ob es gelingt, werden wir sehen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach dem Schema von oben folgen. Sie haben es hoffentlich noch im Sinn. Wir müssen zunächst diese gemeinsame Stammfunktion bilden, U mal V. Das heißt, diesen einen Faktor Sinus x müssen wir jetzt am besten im Kopf integrieren. Gestern haben wir es gesehen, die Stammfunktion von Sinus ist nicht Cosinus, sondern Minus Cosinus von x, ganz klar. Ja? Denn wenn ich hier ableite, muss ich wieder ein Sinus bekommen. Trifft zu. Nicht also das Minus vergessen. Mal der andere Faktor bleibt stehen, V, ja, Sinus mal Sinus x, so. Jetzt geht es weiter mit dem Teil, ich zeige es nochmal her, Minus Integral u mal V' dx, kurz gesagt, ja. Dieses Minus ist wichtig und ich muss den V-Term ableiten. Jetzt schauen Sie, das U ist aber gerade entstanden, hier in der Form Minus Cosinus x. Das muss ich also übernehmen, unterm Integral, hinterm Integralzeichen, mal das hier abgeleitet. Jetzt darf ich den Sinus ableiten zu einem Cosinus. Das heißt aber, dieses Minus bleibt da drin, im Integral eigentlich. Vorne steht Minus und dieses innere Minus habe ich rausgezogen und aus diesem Minus ein Plus gemacht. Also nach Schritt für Schritt nachvollziehbar, ja, dass es deswegen jetzt Plus hier steht. Aber hier steht jetzt Integral Cosinus x mal Cosinus x. Das könnte ich natürlich wieder schön in die Kurzform bringen, Cosinus Quadrat von x, dx. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Sie freuen sich entweder und sagen, ach toll, tolle Umformung gerade eben. Oder Sie sagen, oh Schreck, wenn ich den quadratischen Sinus nicht integrieren kann direkt,
Wie soll ich dann den quadratischen Kosinus integrieren? Manche sagen, okay, kein Problem, wir machen weiter und benutzen nochmal die Produktintegration. Gleiches Schema, ich nehme das eine als U', als neues U', das andere als neues V und mache das Spielchen nochmal, aber Sie können jetzt schon ahnen, was dann passiert ist, dann haben Sie im nächsten Schritt am Ende wieder das Integral über Sinusquadrat x dastehen. Und das würde zwar gehen, das Dumme aber dabei ist, es würde dann auf beiden Seiten mit dem gleichen Vorzeichen stehen. Dann müssten Sie es auf beiden Seiten wegstreichen und Ihre Gleichung würde, ich habe es noch nicht gemacht, man müsste es mal spaßeshalber hinschreiben, aber wahrscheinlich würde am Ende dastehen, 0 ist gleich 0. Dann hätten Sie zwar was Gültiges dastehen, aber Sie hätten trotzdem Ihr Integral nicht gelöst. Wollen wir gar nicht weiter ergründen. Es gibt eine andere Idee, die zum Ziel führt. Und die ist natürlich jetzt, die ist nicht mal so kreativ, denn ich glaube, das Erste, was einem in den Sinn kommt, ist, wenn man mit Sinus und Cosinus zu tun hat. Und man übrigens grundsätzlich gerne schaut, dass man vielleicht nur den Sinus oder nur den Cosinus dastehen hat in einer Gleichung, wenn das geht, dann ist es diese berühmte Kreisgleichung, die immer wieder hilft. Und die haben wir ja als eine der wichtigsten, ja überhaupt den wichtigsten Zusammenhang zwischen Sinus und Cosinus immer mal bezeichnet. Und sie besagt, dass die Quadratsumme von Cosinus und Sinus immer gleich 1 ist. Ich habe mir übrigens angewöhnt, hier tatsächlich den Cosinus vorne hinzuschreiben, damit man hier noch besser erkennt, wo es herkommt. Nämlich das kommt im Endeffekt von der, wenn man x als Winkel interpretiert, von der x-Komponente eines Punktes P auf dem Einheitskreis her und das von der y-Komponente quadratisch. Und im Endeffekt ist es nichts anderes als die Gleichung x² plus y² gleich 1, wenn ich die Koordinaten, also eines Kreispunktes, hier nehme. Und das soll hoffentlich auch mittlerweile nicht mehr verwirren, dass wir jetzt x als freie Variable benutzen, obwohl es ursprünglich eigentlich als Mittelpunktswinkel zu interpretieren war, in der Betrachtung Zusammenhang zwischen Sinus, Cosinus und Kreisgeometrie. Das haben Sie hoffentlich mittlerweile in vertiefter Form schon verstanden. Na, grundsätzlich ist diese Gleichung allgemeingültig. Und jetzt mache ich das. Ich ersetze diesen quadratischen Sinus durch 1 minus diesen quadratischen Cosinus durch 1 minus quadratisches Sinus. Sehen Sie, einfach umstellen hier. Den Sinusquadrat hier abziehen, dann habe ich Cosinus Quadrat x ist gleich 1 minus Sinus Quadrat x. Hier benutze ich es. Und jetzt müsste ich also stattdessen über diesen Term integrieren. Jetzt benutze ich wieder meinen Satz vom gliedweisen Integrieren, also sprich Linearität, und kann auch dieses Integral in zwei Teile aufbrechen. Heißt, ich muss einmal integrieren über die 1. Ich schreibe das so hin, nämlich Integral über einfach dx. Das Differential muss ja immer dastehen. Also das ist sozusagen 1 dx. Aber das schreibt man gerne so, weil man hier auch sehr schön sieht, Integral und Differential hebt sich auf. Das ist also vielleicht die schönste, schnellste Art, das zu lösen. Und es ist trivial. Es ist sozusagen eine Konstante integriert, gibt einen Linearterm. Ich zeige es gleich noch. Minus Integral Sinus Quadrat x. Ja, das Minus hier natürlich stehen lassen. Und jetzt hat es geklappt, fast schon. Weil unser ungelöstes Integral hier mit einem positiven Vorzeichen dasteht und hier mit negativen. Wenn hier Plus stehen würde, hätten wir jetzt wieder dieses Phänomen, da müsste man es wegstreichen, dann würde hoffentlich nicht noch irgendein Widerspruch entstehen, sondern vermutlich dann alles wegfallen. Ist nicht so. Ne? Würde uns auch wundern. Aber das ist eine wirklich faszinierende Sache. Wissen Sie, was ich jetzt mache im nächsten Schritt? Also ich bin von hier jetzt praktisch nach da gegangen, das ist jetzt die neue rechte Seite. Ich addiere jetzt dieses noch ungelöste Integral auf beiden Seiten der Gleichung. Es landet dieser Teil dann da drüben, da steht dann dieses Integral plus nochmal dieses Integral, also zweimal Integral Sinus Quadrat x. Auf der rechten Seite steht nur noch dieser integralfreie Term minus Cosinus x mal Sinus x. Da ist ja schon fertig, müssen wir nichts mehr integrieren. Und jetzt eben plus das Ergebnis dieses Integrals und das ist einfach x. Das ist hoffentlich klar. Für manche ist das irgendwie schwer zu verstehen. Vielleicht ist es zu einfach. Wenn Sie über 1 konstant integrieren, meinetwegen nehmen Sie dieses Potenzschema für Potenzterme, aber es geht ja viel einfacher. Also entweder Integral, Differential hebt sich auf, x bleibt stehen, oder zu sagen, 1 integriert wird x, konstant integriert wird Linearterm. Ja, das ist also erledigt. Plus, und jetzt erst, weil, es stimmt gar nicht wirklich, aber
In dem Sinne habe ich auf der rechten Seite jetzt sämtliche Integrale gelöst. Das ist integralfrei und da ist es ein sinnvoller Augenblick und Zeitpunkt, um jetzt eine Integrationskonstante zu setzen, damit wir sie nicht am Ende vergessen. Und ich schreibe plus C, aber C Schlange, diese Tilde hier oben drauf, die benutzt man gerne, wenn man davon ausgeht, dass das ein Zwischenstand ist. Ja? Das ist noch nicht das endgültige Ergebnis, weil wir hier vorne noch diesen Faktor 2 haben. Sie werden gleich verstehen, warum ich diese Konstante nicht C nenne. Ich möchte, dass die endgültige Konstante C heißt. Ja? Folgendes. Das war es fast. Ich muss noch diese Gleichung auf beiden Seiten durch 2 dividieren. Dann steht hier links isoliert unser zu lösendes Integral, Integral über den quadratischen Sinus dx. Und rechts muss ich alles durch 2 teilen. Jetzt stelle ich es noch ein bisschen um. So, am Ende ist es in der Form, wie man es auch in jeder Formelsammlung findet. Ich nehme also x halbe nach vorne. Und dann nehme ich minus die Hälfte von, und dann jetzt mal umsortiert, Sinus x mal Cosinus x. In dieser Form finden Sie es in den allermeisten Formelsammlungen. Vielleicht auch ein halb ausgeklammert, mag sein, aber x halbe minus ein halb mal Sinus x mal Cosinus x. Und jetzt nehme ich sozusagen auch die Hälfte noch von dieser, ja, von dieser, wie sagt man denn, vorübergehenden, vorläufigen, von dieser vorläufigen Integrationskonstante. Also da würde jetzt stehen, plus C-Schlange halbiert. Und damit das nicht so blöd halbiert dasteht, benenne ich dieses C-Schlange halbe dann halt um in C. Sie wissen, Integrationskonstante ist ohnehin frei wählbar. Also werde ich dafür sorgen, dass am Ende eine einfache additive Konstante dasteht. Hätte ich hier diese Schlange nicht benutzt, ich meine, wenn Sie das irritiert, dann nennen Sie es meinetwegen auch C1 oder C-Stern, C temporär, ist ja ganz egal. Hauptsache, Ihre endgültige Integrationskonstante ist ein einfaches C. Und wenn ich das hier nicht umbenannt hätte, manche machen das. Manche sagen, okay, das C wird dann halbiert, aber dann wird es trotzdem wieder einfach C genannt. Sauber ist es, wenn Sie das vorher umbenennen. Nicht daran stören, an solchen Details, sondern jetzt vielleicht etwas staunen, dass, nachdem wir lediglich dieses triviale Integral explizit gelöst haben, wir indirekt unser ja doch recht anspruchsvolles Sinus-Quadrat-Integral am Ende jetzt gelöst haben. Ich will auch nicht verschweigen, dass man dieses Integral tatsächlich auch auf noch zwei anderen Wegen lösen kann, nämlich erstens durch eine einfache Substitution, dann auch wieder mit Hilfe der Kreisgleichung, meine ich, und zum anderen noch über ein recht bekanntes, sehr bekanntes, berühmtes und in jeder Formelsammlung auch aufgeführtes Additionstheorem. Das hatten wir sogar schon mal benutzt. Müssten Sie sich zurückerinnern, komplexe Zahlen damals bei der Polarform. Da hatten wir das auch einmal benutzt. Das ist also tatsächlich auf mindestens 3 Wegen lösbar, aber das ist wahrscheinlich dann doch irgendwie der schönste.